Michael Ballweg war zu Gast an der 20. AZK. Im Gespräch mit IT-Fachmann Elias Sasek zum Thema Digitale Freiheit in Zeiten allgegenwärtiger KI-Überwachung. Das brisante Gespräch mit praktischen Lösungen ist demnächst online. Sie können schon jetzt aktiv werden. AZK-Teams bieten am Samstag, den 10. August 2024, in ihrer Nähe unentgeltliche Computerworkshops an, die Ihnen helfen, Ihre Computer effektiv vor KI-Überwachung zu schützen. Interessiert? Dann melden Sie sich heute noch unter www.anti-zensur.info/workshop. Wir vermitteln Sie zur nächstgelegenen AZK-Gruppe. Samstag, 10. August, wird in deiner Region, werden wir uns dem Thema annehmen. Ihr dürft kommen, ihr dürft mit euren Computern kommen, mit euren Laptops, und wir bieten die Möglichkeit, diese Einstellungen mit euch durchzugehen, Fragen zu beantworten. Ich bin mir ganz sicher, jeder Einzelne hat Dinge von dieser großen Arbeit, die wir hier gemacht haben, die er umstellen kann, wo wir miteinander uns diesem Thema annehmen können. Ja, wir haben nämlich ein historischer Tag, das auch ein Jubiläumsgeschenk mit sich bringen darf. Und dieses Jubiläumsgeschenk soll eigentlich ein bisschen die Frage beantworten: Was kann denn jeder Einzelne jetzt gerade tun? Also Michael und ich haben jetzt vorhin auch über diese Langziele gesprochen. Das braucht auch alles Zeit. Aber was kann jetzt jeder Einzelne, wenn er diese Konferenz auch verlässt, was kann man tun? Das ist die große Frage, die uns auch immer wieder beschäftigt. Reden kann man viel, aber wo gibt es denn einen nächsten Schritt? Wo ist es notwendig? Wo kann jeder Einzelne auch wirklich aktiv werden und auch dieser KI-Krake entfliehen? Und ich möchte noch mal ganz kurz wiederholen, einfach die KI-Krake, die greift überall um sich. Sie möchte an unsere Daten ran. Ich sage nur ganz kurz drei Facts dazu, die das noch mal untermauern, wie weit es schon vorgeschritten ist. Microsoft hat Ende 2023 seinen Servicevertrag überarbeitet und räumt sich jetzt volle Rechte an deinen Daten ein. Ich kann jetzt hier nicht zu fest in die Details, es ist auch Rechtsanwälte und so, die studieren die Texte, wie weit geht's, wie weit geht es nicht. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber die Rechte an deinen Daten hat sich Microsoft, jeder, der Windows-Betriebssystem hat, nimmt sich das. Whistleblower Edward Snowden schreibt über die neueste Überwachungstools von Apple: Apple hat jetzt gerade ihrer Privatsphäre den Krieg erklärt. Michael hat es erklärt, Handys, die Bilder plötzlich geschwärzt. Meta, Facebook, WhatsApp, die möchten alle die Daten für KI-Training verwenden, überall Trend, KI-Training-Daten nehmen. Und jetzt ist halt die Frage, was kann jeder Einzelne jetzt mal direkt tun, um sein Überwachungsrisiko zu minimieren? Diese Frage stelle ich mir, und ich bin hier zum Zug gekommen. Es ist wie ein Prinzip im Leben, haben wir ganz oft schon von klein auf auch von unserem Vater gelernt. Er hat immer uns gelehrt, die großen Steine muss man zuerst wegtragen, sage ich mal, und dann werden auch die nächsten Schritte folgen. Und ich habe mich hier gefragt, was ist denn der große Stein in der Schlüssel, wo wirklich wir alle betroffen sind und sagen kann, da kann man mal diesen Schritt kann man mal tun, um dem ganzen KI-Trainingswahn entgegenzuwirken. Und ich sage mal, dieser große Stein, der ist für mich ganz klar: Wir müssen aus den Clouds von Microsoft, Apple und den großen Playern, wir müssen unsere Betriebssysteme mal von dieser Cloud kappen. Das ist der erste Schritt, den ich ganz klar sehe. Umstiege auf Linux und so weiter, das streben wir alle an, das ist ein Prozess, in dem wir weitergehen, aber das ist der erste Schritt, und um diesen Schritt, sage ich mal, ist schon noch mehr, aber um diesen Schritt geht es jetzt auch mit unserem Jubiläumsgeschenk. Ich sage jetzt noch mal ganz kurz, was für Folgen das hat, wenn man jetzt heute seinen Computer mit der Cloud verbunden hat, welche Ausmaße das schon heute nimmt. Es ist so, dass die Allwissen der KI entscheiden kann: Du hast ein Dokument geschrieben über Hassrede, also kannst du dich nicht mehr in deinen Computer einloggen.
Und das ist kein Zukunftsszenario. Das ist schon jetzt so, dass wenn wir mit dem Computer, mit der Cloud so verbunden sind, dann können sich Leute nicht mehr einloggen. Ihr kommt dann einfach die Meldung, ihr kennt bei YouTube alle diese Schnäuzlein-Gesichtlein, nicht mehr verfügbar, so in diese Richtung. Und dann stehst du vor deinem Computer, hast keine Daten mehr, hast nichts mehr, bist ausgeschaltet. Und die neue AZK-Aktion, die wir euch jetzt vorstellen wollen, geht genau in diesen Punkt rein. Wir wollen die großen Steine mal aus dem Weg räumen, wollen Wegleitung geben, wie man die großen Steine, diese KI-Verbindung mal trennt, auch wenn noch nicht gerade kurzfristig ein Wechsel auf neue Systeme möglich ist. Diese Aktion heißt Anti-Control, www.anticontrol.info, ist angelehnt an die Webseite Anti-Zensur-Info. Wie kommt man? Wir haben uns Zeit genommen, in diesem Projekt wirklich einfach fundierte, verständliche Anleitungen auszuarbeiten für euch alle da draußen, und die sind zugänglich mit einer Wegleitung, wie ihr eure Computer so einstellen könnt, dass die groben Steine, wie gesagt, aus dem Weg geräumt sind. Wir schauen mal kurz rein in diese Webseite. Wie kommt man auf diese Webseite? Das ist einerseits möglich über die offizielle Webseite, hat hier oben ein neuer Button, das ist neu Anti-Control-Info, da kann man draufklicken, oder natürlich auch über den Direktlink www.anticontrol.info. Genau, die Webseite ist so aufgebaut, dass es zu diversen Produkten, das ist wirklich vieles erfasst, kann man draufklicken, zum Beispiel Microsoft Office, Apple, Microsoft Windows, und es sind einfache Anleitungen zusammengestellt, was man jetzt direkt an seinem Computer machen kann, um sich zum Beispiel von der Cloud zu trennen, um Einstellungen vorzunehmen, dass Daten weniger übermittelt werden, es werden Softwares empfohlen, die Übermittlungen abbremsen und so weiter. Es ist jeweils hier ein Video, in Videoformat verknüpft, für welche, die das gerade nachsehen wollen, aber auch in Textform ausgearbeitet, damit sämtliche Produkte, mal die großen Steine aus dem Weg geräumt werden können. Jeder kann damit beginnen. Das ist das Ziel von Anti-Control-Info. Genau. Wir konzentrieren uns hier eben auf die Computertechnik, Windows, Apple, Linux, auf diese Betriebssysteme. Solche Anleitungen alleine durchzuarbeiten ist öde, nicht jedermanns Ding, es tauchen noch Fragen auf und so weiter. Darum machen wir das gleiche Konzept wie Michael Ballweg mit dem Freiheitshandy und seinen Aktionen. Wir bieten Computersicherheitsworkshop an, und da könnt ihr euch gerade den Zettel nach vorne nehmen und den nächsten Termin notieren, und zwar heute in 2 Wochen, Samstag, 10. August, wird in deiner Region, werden wir uns dem Thema annehmen. Ihr dürft kommen, ihr dürft mit euren Computern kommen, mit euren Laptops, und wir bieten die Möglichkeit, diese Einstellungen mit euch durchzugehen, Fragen zu beantworten. Ich bin mir ganz sicher, jeder Einzelne hat Dinge von dieser großen Arbeit, die wir hier gemacht haben, die er umstellen kann, wo wir miteinander uns diesem Thema annehmen können. Melde dich unbedingt bei deiner AZK-Kontaktperson und frage ihn, wo das stattfindet. Im Raum Berlin ist schon klar, dass es am 24. sein wird, 2 Wochen später. Wir möchten euch das an die Hand geben. Wir möchten das anbieten. Und genau wie alles, was wir machen, ist dieser Kurs komplett unentgeltlich für euch. Kostet nichts, ist ein Liebesdienst von uns und macht unbedingt Gebrauch davon. Der Workshop ist wie, wenn man diese Arbeit sonst wo in einem Workshop macht, hat man schnell hunderte Euros los. Aber hier wollen wir euch als Liebesdienst an die Hand nehmen, weiter an der Vernetzung arbeiten. Wir freuen uns auf euch. Applaus